Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Bäckerei Lange, der Stadt Geseke, der Firma Moltec, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, von Innogy, Rewe und der Kaffeerösterei Benzlips. Noch hinterlässt der Ausblick auf ein etwas versteckt liegendes Grundstück in der Bäckerstraße in Salzkotten einen eher tristen Eindruck. Doch diese Tristesse mitsamt dem Wohnhaus wird bald einem schmucken Baukörper weichen. In Salzkotten wird mal wieder gebaut, doch diesmal ein Bauwerk der besonderen Art. Heute hatte man die Medienvertreter hier eingeladen, um dieses ungewöhnliche Wohnprojekt einmal näher vorzustellen. Der Bauunternehmer Jörg Schlune wird hier direkt neben dem Kombimarkt die Villa Sonnenschein errichten, ein Haus für an Demenz erkrankte Menschen. Als Mieter und Betreiber konnte die ANW Alternativwohnen aus Winterberg gewonnen werden. Der Finanzbedarf, er beläuft sich auf etwa 2 Millionen Euro und liegt in den Händen der Volksbank Büren, Brilon und Salzkotten. Jetzt wurde hier bei sommerlichen Temperaturen der erste Spatenstich vorgenommen. Pia Engemann, Geschäftsführerin des Ankermieters, erläutert, wer hier einziehen kann. Ja, es sind Menschen, die zu Hause vielleicht noch leben und die bei uns die Möglichkeit bekommen, weiterhin so selbstbestimmt zu leben, wie es nur möglich ist. Und trotz ihrer Erkrankung, trotz einer Demenzerkrankung, ein neues Zuhause zu bieten, wo sie sich wie in einer neuen großen Familie wieder wohlfühlen können. Architekt Walter Scholand aus Bad Wünnenberg, der schon ähnliche Projekte bewältigt hatte, zur Konzeption des Bauwerkes. Konzeptionell ist es so, dass also die WG, das ist eine Fläche. Das heißt also, wir haben keine Trennung von irgendwelchen Wohnungstrenngebäuden, sondern eine Fläche, wobei jeder Bewohner ein Zimmer hat. Und dann gibt es eine große Fläche, in der zusammen gewohnt und gekocht wird. Und die Bewohner sind also verschiedener Herkunft, also bis zur Demenzkrankheit, aber auch Behinderte, die dort zusammen wohnen. Auch Salzkottens Oberhaupt Uli Berger ist vom Gelingen der Villa Sonnenschein überzeugt. Ich glaube, das Objekt, was hier entsteht, die Villa Sonnenschein, wird ein Leuchtturmprojekt, ein weiteres Leuchtturmprojekt für Salzkotten, weil man hier an städtebaulich integrierter Lage einmal ein architektonisches Highlight schafft, aber auf der anderen Seite auch den Menschen mit Handicap die Möglichkeit bereitet, am öffentlichen Leben teilzuhaben, weil ich glaube, viel zentraler als hier in der Bäckerstraße kann man in Salzkotten so ein Objekt nicht errichten. Investor Jörg Schlune nach den Beweggründen gefragt. Beweggründe waren im Grunde genommen, dass wir für Salzkotten oder ich als Investor, der ja tagtäglich in der Immobilienbranche unterwegs ist, mal ein bisschen was anderes machen wollte, wie nur den klassisch normalen Wohnungsbau. Und da wir hier innerstädtisch ein so tolles Grundstück liegen haben, habe ich mir gesagt, hier muss was Besonderes hin. Einfach mal weg von den Geschichten, die momentan überall gebaut werden. Wir bauen ja hier ein Projekt, was im Großraum hier um Salzkotten oder selbst im Großraum Paderborn so in der Art und Weise noch gar nicht gibt. Wir sind da ja relativ einer der Ersten, die jetzt mit diesem Projekt des selbstbestimmten Wohnens an den Start gehen. Mit dem Bau ist jetzt begonnen worden. Der Fertigstellungstermin ist für Juli 2019 geplant. Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Stadt Salzkotten, der Apotheke am Salidenhof und der Ratsapotheke im Heda Center, der Firma MIG, der Volksbank Brilon-Büren Salzkotten, von KD Fliesentechnik, dem Schuhhaus Seanschuk und dem Einrichtungshaus Niggemeier.